John Dies at the End ist einer der abgefahrensten, skurrilsten und unberechenbarsten Filme der letzten Zeit, was ihn aber gerade für mich auch zu einem der genialsten macht. Der Film ist von vorne bis hinten unterhaltsam, hat keine Durststrecke, keine Längen, keine langweiligen Passagen. Der Film hat coole Charaktere, coole Einfälle, coole Szenen und das durchgehend. Und das ist, finde ich, etwas, was man sowohl dem Autor der Romanvorlage als auch Don Coscarelli wirklich positiv anrechnen muss, einen derart abgefahrenen Film zu kreieren, der sich auch gegen das Finale hin noch nicht abgenützt hat, noch keine Ideen beginnt zu recyceln, sondern immer neu, immer interessant ist. Das ist eine große Stärke. Für mich ist John Dies at the End schon jetzt eines der wirklichen Highlights des Filmjahres 2013. Und ich kann nichts weiter sagen, als euch entschieden zu empfehlen, jeder, der nach meiner Vorstellung John Dies at the End für sich ansprechend und interessant findet, sollte sich den Film auf jeden Fall anschauen. Ich für meinen Teil hatte schon seit längerem nicht so viel Spaß bei einem Film. John Dies at the End ist wirklich großartig und wirklich absolut empfehlenswert.